Moin Moin, so jetzt geht's wieder weiter mit Harry Potter und die Kammer des Schreckens, nicht der Stein der Weisen, sondern Kammer des Schreckens. Was willst du? Du wirst es nicht glauben, Harry. Hermine will sich mit dir im Mädchenklo im zweiten Stock treffen. Sie hat einen Plan, wie wir herausfinden können, wer der Erbe Slytherins ist. Echt? Ja, beeil dich! Mädchenklo, zweiter Stock! Soll es da nicht spuken? Mädchenklo, zweiter Stock. Nein, nein, nein. Aber gut, ich werde den Wesenklo durch. Nein. Okay. Hier ist nichts. Was bist du? Dieser Raum. Leute, durchs Leseraum können wir dann theoretisch so diese wie den Boden. Lip. Ja. Du, Boss. Warum denn, ne? Okay, das heißt also, hier kommen wir theoretisch nur raus. Ah, in der Mitte war's. Jetzt verschwinde, du störst mich beim Lernen. Ja, sorry, ich wollte auf dem Klo. Amontillado. So. Hallo. Wie viel kostet die Flasche Mega Power Trank? 100 Bertie Bots Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Alberich Grundien, Erfinder der Mistbombe. Wie viel kostet das? 30 Bertie Bots Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Wie viel kostet das Alohomora Buch? 80 Bertie Bots Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Wie viel kostet eine Stinkbombe? Eine Stinkbombe brauchen wir nicht. 20 Bertie Bots Bohnen. Wie viel kostet diese Tüte Stinkbomben? 20 Bertie Bots Bohnen. Nicht platzende Leuchtballons. Was kosten die? 20 Bertie Bots Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Wie viel kostet diese Bildkarte berühmte Hexen? Schau dich ruhig noch. Die Beatrix Blocks habe ich nicht. Ne, drei Stück brauchen wir noch. Du, Boss! Ich glaube, hier war es, oder? Ne. Hier? Schleim. Schleim, Schleim, Schleim. Eine Bildkarte. Hm.
gehen wir jetzt mal zum Mädchenklo. Hermine. Zweiter Stock, Mädchentoilette. Ist eigentlich easy. Wir haben ja nur einen. Glaube ich. Der aufpasst. Nein. Nein. Da lang. Was war das? Locomotor Mortis! Zurück in den Schlafsaal, Harry. Ja. Hallo, wir sind wieder hier. Easy. Noch einfacher geht's nicht. Mädchentoilette. Fünfter Stock. Vierter Stock. Dritter Stock. Mädchentoilette. Hermine, wo bist du? Und wenn jetzt Ron da ist, dann fresse ich einen Besen. Also nicht wortwörtlich. Also, ich esse wirklich keinen Besen, wenn der erste Ron ist. Zeigen, wie nett du es hier hast. Ich wünschte, die Leute würden aufhören, meine Ruhe zu stören. Ich habe auch Gefühle, obwohl ich tot bin. Wie lautet dein Plan, Hermine? Wir müssen herausfinden, wer der Erbe Slytherins ist, der alle Kinder aus nicht-magischen Familien aus Hogwarts vertreiben will. Ich bin es nicht, hoffe ich zumindest. Meinst du, es ist Draco? Wenn er es ist, wie könnten wir es beweisen? Einer von uns muss Malfoy ein paar Fragen stellen, ohne dass er bemerkt, dass wir es sind. Genau das habe ich mir auch gedacht. Deshalb mixe ich auch den Vielsafttrank. Den Vielsafttrank? Er verwandelt einen in jemand anderen. Einer von uns könnte sich in einen Slytherin verwandeln. Und Malfoy würde vielleicht alles ausplaudern. Ich habe Goyle im Verwandlungsunterricht ein Haar geklaut und es in den Trank gemischt. Ein Schluck und du siehst aus wie Goyle. Seine Klamotten haben sich auch geändert. Versucht, Malfoy zu finden. Er treibt sich jetzt sicher in den Kerkern rum. Dann gehen wir jetzt zum Kerker. Oh.
Ich weiß doch nicht, wo die Kerker sind. Und das ist kein leichter Weg. Jetzt ist die Frage, wo sind hier die Kerker? Ist es rechts rum oder links rum? Also von der Treppe aus. Also wenn wir da von der Treppe runtergehen. Weiß es wirklich nicht. Nicht rumlaufen. 5 Strafpunkte für Slytherin. Hier ist doch jemand. Locomotor Mortis! Verschlossen. Hey! Goyle verstößt gegen die Regeln. 5 Strafpunkte für Slytherin. Versuch mal. Hey, du! Hey! Du darfst nachts nicht rumlaufen. 5 Strafpunkte für Slytherin. Plumos! Flipendo! Was war das? Hier schleicht doch jemand rum. Jetzt wissen wir, wo der Kerker ist. Das war auch wirklich mehr Glück als Verstand. Ich hätte wirklich gewettet, dass es rechts rum wäre. Lumos! Ah, Goyle! Wusstest du schon, dass Draco dich sucht? Nee. Mein Vater meint, nur Reinblüter wie wir sollten in Hogwarts sein. Denkst du das auch? Draco ist hier unten. Er sucht dich. Plumos! Ich glaube, wir sind hier... Draco ist hier unten. Er sucht dich. Plumos!
Potter kann mit Schlangen sprechen, also ist er der Erbe. Bei dem Gedanken schaudert's mich. Lumos! Mein Vater meint, nur Reinblüter wie wir sollten in Hogwarts sein. Denkst du das auch? Draco ist hier unten. Er sucht dich. Das hast du schon erzählt. Ich denke wirklich, dass wir uns zurückfahren in Harry und dann müssen wir den Weg unentdeckt laufen. Natürlich. Lumos! Es wundert mich, dass der Tagesprophet noch nichts über die Angriffe gebracht hat. Dumbledore will bestimmt alles vertuschen. Er wird entlassen, wenn der Spuk nicht bald aufhört. Vater hat schon immer gesagt, Dumbledore sei das Schlimmste, was dieser Schule passieren konnte. Er mag diese Nicht-Magier. Ein anständiger Schulleiter hätte nie diese hochnäsige Schlammblüterin Granger zugelassen. Und der heilige Potter, Freund der Schlammblüter, ist noch so einer ohne das wahre Zauberer-Empfinden. Und die Leute halten ihn auch noch für den Erben Slytherins. Wüsste ich nur, wer es ist. Ich könnte ihm helfen. Du musst doch irgendeine Vermutung haben, wer hinter all dem steckt. Ich hab keine Ahnung, Goyle. Wie oft soll ich dir denn noch sagen? Das letzte Mal, als die Kammer des Schreckens geöffnet wurde, ist ein Schlammblüter gestorben. Ich wette, es ist nur eine Frage der Zeit, bis einer von ihnen diesmal umgebracht wird. Ich hoffe, es ist die Granger. Wie auch immer, Draco, ich gehe jetzt besser. Wohin denn? Zum Krankenflügel. Ja genau, zum Krankenflügel. Ich hab Bauchschmerzen. Ich muss mir Arznei holen. Ja. Beeil dich lieber, bevor dein dicker Bauch noch platzt. Ich mach besser, dass ich hier rauskomme. Scheiße. Das ist dolle Scheiße, dolle Wurst. Wir haben uns jetzt zurückverwandelt. Was ich gesagt habe, wir müssen jetzt wieder da durch. Leider. Hier ist doch jemand. Hey, du! Du kennst die Regel. Nachts wird nicht rumgelaufen. 5 Strafpunkte für Gryffindor. Schlafsaal, Harry. Wie kommen wir da durch? Ich darf keinen Lärm machen. Hier ist doch jemand. Hey! Hey, du! Nein! Lokomotor Mortis! Zurück in den Schlafsaal, Harry. Ob ich ihn wohl mit einem Zauber ablenken kann? Hey, du! Hey, du! Zurück in den Schlafsaal, Harry. Flippendo! Was war das? Da ist doch jemand. Hey, du! Zurück in den Schlafsaal. Was war das?
Hier schleicht doch jemand rum. Du! Zurück in den Schlafsaal! Ich darf keinen Lärm machen. Flipendo! Hä? Hier schleicht doch jemand rum! Mann! Steuerung. Okay. Eine Ecke haben wir fertig. Das war auch die gefährlichste Ecke in dem Joke. Finde ich zumindest. Hier ist doch jemand. Oh. Hey! Zurück in den Schlafsaal. Bitte. Jetzt ist die Frage, wohin müssen wir? Müssen wir zur Mädchentoilette? Oder müssen wir schon schlafen legen? Ich denke, glaube ich, Mädchentoilette. Ich glaube, wirklich schon. Ja, und Ron. Ja, hier ist es auch Ron unten. Ich muss hier das gefällige, die gefälligen Sachen machen. Und Ron so, ja, ich geh mal kurz auf die Mädchentoilette zu Hermine. Harry Potter schafft das schon. Und? Malfoy ist nicht der Erbe Slytherins. Aber wer könnte es denn sonst sein? Keine Ahnung. Es muss jemand sein, der vor 50 Jahren in Hogwarts war, als die Kammer das letzte Mal geöffnet wurde. Das hast du gut hingekriegt, Harry. Wir sehen uns morgen früh. Nacht, Harry. Drücke X zum Schlafen legen. Ich mach doch jetzt nicht den Weg nochmal. Hallo? Was denkt ihr von mir? Oder was denkst du von mir? Geht das noch? Nee, geht da nicht mehr. Also mein Zoom-Effekt. Der Zoom-Effekt. Hm.
So, das heißt. Und wir speichern nochmal. Weil Speichern so ja schon schön ist. Ich glaube, Malfoy steckt hinter den Angriffen. Du auch? Nee. Ich weiß es besser. Hallo, Ron. Was haben wir heute als erstes? Zauberkunst mit Flitwick. Wir sehen uns im zweiten Stock. Zauberkunst? Ja. Keine Ahnung, was ist. Ah, haben die neue Aufgabe? Ich hab schon. Nee, da. Artvogel. Der Zauberhut. Aber ganz ehrlich, wir haben ja draußen wirklich geguckt, wo der Zauberhut ist. Und innen drin kommen wir gleich zum Training. So, ja, du fliegst jetzt hier mal mit. Eine andere Vermutung ist wirklich, wir müssen das mit Besen einsammeln. Auch sein. So, was war der Stock? Laserraum. Zauberkunst. Flitwick wird uns heute Incendio beibringen, Harry. Geh hinein. Incendio? Na, du weißt es. Ah, nee. Ich dachte, es wäre ein Klassenraum. Aber das ist kein Klassenraum. Ah, nee. Flitwick wird uns heute Incendio beibringen, Harry. Geh hinein. Okay. Ja, natürlich müssen wir wieder als erstes dran glauben, so wie immer, überall. Weil wir sind Harry. Guten Morgen, meine Schüler. Heute lernen wir den Glockenblumenflammenzauber. Der richtige Name für diesen Zauber ist eigentlich Incendio. Seht ihr den Spalt in der Wand? Dahinter ist die Incendio-Herausforderung. Harry, kommst du bitte nach vorn? Anhat. Das Incendio-Buch befindet sich auf der anderen Seite des Spaltes. Hol es und du beherrschst den Zauber. Komm dann nach hier zurück. Hast du alles verstanden, Harry? Yep. Ja, Professor. Gut, dann mach dich mal an die Arbeit. Ja, tja. So ist es eben. Wir müssen wieder dran glauben.
Wie gesagt, wir sind Harry Potter. Ui. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Also, bis morgen. Ja, ich hab mich nur Kommentar und Abo. Also, bis morgen. Tschüss. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Tag geht's weiter. Und ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt oder noch nicht gemacht habt, dann besucht mich einfach bei Twitch, lasst mir ein Follow da, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann, ciao, ciao!